Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie als Vorsitzender des Vereins Erste Wiener Gemüseschule recht herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Gerhard Scholz, das ist unschwer erkennen an meinem Dialekt. Ich komme nicht aus Ihrer unmittelbaren Umgebung, sondern aus Wien. Und es ist mir eine große Freude, diesen zweiten Eröffnungsabend heute einzubegleiten. Bevor wir mit der Fernsehaufzeichnung beginnen, habe ich zwei zweckdienliche Hinweise. Wir haben Fotografen hier, wenn jemand nicht möchte auf einem Bild festgehalten werden, dann soll er bitte einen Hinweis mit der Hand geben, dann werden die Fotografen so jedes Gesicht ausspeisen. Der zweite Hinweis, den ich noch machen möchte, wenn Sie wirklich, das gehört auch vor der Show gemacht, die Sie dann erwarten wird, wenn Sie wirklich zufrieden waren, dann gibt es hier am Ende, wenn Sie den Veranstaltungssaal verlassen, die Möglichkeit auch, dieses Projekt der Ersten Wiener Klavierschule mit einer Spende zu unterstützen. Was mich dazu prädestiniert, hier ein paar Worte zur Einbegleitung zu eröffnen, zu sagen, weiß ich eigentlich selbst nicht. Ich habe für mich nachgedacht, was mein Bezugspunkt zur Musik ist, und wahrscheinlich würden sich einige Musiklehrer, die ich mal gehabt habe, vor vielen Jahren gerade umdrehen, wenn sie wüssten, dass ich für so einen großartigen Künstler wie Alfons Sauer ein paar einbegleitende Worte mache, um diesen Abend zu eröffnen. Ich war seinerzeit vor vielen Jahren das einzige Kind bei der Vorspielstunde in meiner Heimatstadt Köflach, das nicht daran teilnehmen durfte, weil ich es einfach nicht geschafft habe, die Flöte mit jenen Tönen zu versorgen, die man der Öffentlichkeit zumuten konnte. In weiterer Folge habe ich dann dennoch kulturell insofern entwickelt, dass ich sehr viel meiner Freizeit dafür aufgewendet habe, meinen kulturellen Interessen nachzugehen. Und so bin ich auch dann ein Stück weit bei Alfons Sauer und diesem Projekt gelandet. Die Erste Wiener Klavierschule ist so wie ein Exportgut, wenn Sie wollen. Wenn Sie an Wien denken, werden Sie Bilder vor sich haben. Sie denken vielleicht an die Hofburg und das Schloss Belvedere. Sie denken vielleicht an das Schloss Schönbrunn. Sie denken vielleicht an die Wiener Staatsoper. Als ich heute nachgedacht habe, welche Bilder ich malen kann, gedanklich und in der Sprache, ist mir eine Geschichte eingefallen aus der Wiener, von der Wiener Staatsoper, die zur Kaiserzeit gespielt hatte. Wenn ich nicht gerade Projekte mache, beschäftige ich mich in publizistischer Form seit vielen Jahren mit Fragen des Scheiterns. Und eine Geschichte, die mir eingefallen ist, zu diesem Prachtbau, der in der Wiener Ringstraße steht, der Touristenmagnet ist für Menschen aus vielen Ländern, ist eine Geschichte, die ich Ihnen kurz erzählen möchte, weil ich glaube, dass man auch bei Vorträgen oder bei Eröffnungen dieser Art ein paar Botschaften für Menschen haben sollte. Und die Geschichte, die es um diesen Prachtbau gilt, ist eigentlich eine tragische und hat in einem geflügelten Wort sein Ende gefunden. In Österreich ist es eine Grußformel zu sagen oder eine Abschiedsformel zu sagen, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Das waren die Worte des Kaisers. Dem vorausgegangen ist die furchtbare und nicht aufhören wollende Kritik am damaligen K&K Hofoperntheater der heutigen Staatsoper in Wien, die dazu geführt hat, dass einer der Architekten, der Holländer van der Mühl, sich ob der Kritik das Leben genommen hat. Ich glaube, wenn wir heute darüber auch nachdenken, wo Verantwortung ist, wo wir so mit unserer Umwelt umgehen, wo wir Bezugspunkte haben sollten, das ist auch eine ganz große Verantwortung, die wir alle haben, mit Bedacht Worte zu wählen, um andere Menschen nicht zu verletzen. Auch das ist eine hohe Form des Umgangs, des kulturellen Umgangs zwischen Menschen. Wenn Sie an andere Bilder denken, ich habe die Stichworte am Papier gehabt, ich habe es heute doppelt, wenn Sie an andere Stichworte denken, die zum heutigen Thema der Musikkultur aus Wien passen, da werden Sie unweigerlich an Komponisten denken wie Mozart, Sie werden unweigerlich an Komponisten denken wie Beethoven, Sie werden denken an Leute wie Johann Strauss, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg. Sie werden denken an Produkte wie den Wiener Walzer, der weltweit eine Marke ist, Sie werden denken an die Wiener Philharmoniker, Sie werden denken an die Wiener Symphoniker, Sie werden denken an das Ensemble der Wiener Staatsoper. Wenn Sie an Theaterautoren denken und Namen hören wie Grillparzer, wenn Sie Namen hören wie Raimund, wie Westreu, werden Ihnen diese Namen bekannt vorkommen, weil sie auch auf der ganzen Welt in Theaterform gespielt werden.
Sie werden aus jüngerer Zeit Namen vielleicht in Form von Büchern in Ihren Bibliotheken stehen haben, wie Arthur Schnitzler. Sie werden vielleicht Namen in Ihren Bibliotheken stehen haben, wie Robert Musil, wie H.C. Atman und viele andere mehr. Sie werden vielleicht an Maler denken, wenn Sie Wien hören, wie Klimt, wie Schiele, wie Kokoschka oder Ernst Fuchs. Und Sie werden vielleicht auch, wenn Sie an Wien denken und das Kulturgut, das es dort gibt, eine Kaffeehauskultur, die übrigens kein Wiener begründet hat, sondern ein Grieche, im Jahr 1685. Und Sie werden vielleicht an die Essenskultur denken, allen voran das Wiener Schnitzel. Wien ist, wenn Sie so wollen, ich muss ja Werbung machen, als Heranführung für dieses Produkt eine Weltmarke in Sachen Kultur. Daher war es für mich eine besondere Freude und auch Ehre, als Alfons Sauer mit dieser Idee an mich herangetreten ist, ihn bei dem Vorhaben zu unterstützen, die erste Wiener Klavierschule zu begründen. Und es hat eine gewisse Ironie, dass wir als Österreicher, sage ich heute, einen Deutschen brauchen, der uns auf die Idee bringt, ein besonderes Vorhaben wie dieses, wo es hunderte Gründe gibt, die man guten Gewissens aufzählen kann, dass wir einen Mann wie Alfons Sauer brauchen, der uns auf die Idee bringt, das ins Ausland zu exportieren. Wenn man sich mit der Person des Alfons Sauer ein wenig beschäftigt, dann ist die Idee sehr naheliegend, dass er die Idee nahezu haben musste. Er lebt zwar hier, hat aber 30 Jahre in Wien verbracht, war Professor für Klavierunterricht und war, Sie sehen es auch hier in den Plakaten, die teilweise ausgestellt sind, ein sehr gefragter und angesehener Pianist in der österreichischen Bundeshauptstadt Wien. Und da finde ich es großartig, dass diese Initiative hier gestartet wird und es gibt auch, wenn sich das einigermaßen etabliert, die Idee, das Konzept der Wiener Musikschule noch weiter zu multiplizieren, nämlich auf Standorte beispielsweise wie Berlin oder nach Paris. Der Verein, wo ich die operative Leitung innehabe, wird neben Konzerten, wird neben Lesungen, wird neben Seminaren und anderen kulturellen Veranstaltungen so ein umfangreiches Kulturprogramm bieten, wo, wenn Sie so wollen, neben der operativen Seite, die ich einnehme, Alfons Sauer die künstlerische Leitung, der künstlerische Intendant sein wird. Ich habe zum Abschluss meiner kurzen Ansprache, meiner kurzen Heranführung an das Thema des heutigen Abends auch gesucht nach einem Zitat, das man dem Abend voranstellen kann und bin fündig geworden bei einem Pianisten, wo ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe ihn vorher nicht gekannt, ist Alfred Brendel, ein Pianist, einer der größten im 20. Jahrhundert, wenn es darum geht, habe ich nachgelesen, in klassisch-romantische Musik. Der hat etwas sehr Schönes gesagt, er sagte, ich wünsche mir von einem Klavierabend Respekt, Staunen, Belehrung, Erschütterung, Freude und Ernüchterung. Alfons, du hast eine große Aufgabe hier heute zu erfüllen. Ich übergebe an deine bewährten Hände das Klavier. Ich wünsche dem Verein Erste Wiener Musikschule alles erdenklich Gute, dir und uns und Ihnen einen vergnüglichen Abend, der in bester Erinnerung bleiben soll. Vielen Dank.